herzlich willkommen zu einem kleinen, etwas anderen Testbericht. Ich habe hier mal wieder eine Gitarre der Firma Donner, die mir von der Firma Donner zur Verfügung gestellt wurde. Die unterscheidet sich ein kleines bisschen von der letzten. Genaueres kannst du einfach in den Specs nachlesen, wenn du dem Link folgst zu der Gitarre. Die Typenbezeichnung ist, du musst die gerade vom Koffer ablesen, DST-152B. Und wie du hier siehst, haben wir Humbucker Single Coil Single Coil. Wir haben einen Ahornhals und ansonsten ist es einfach eine ganz normale S-Style-Gitarre. Ich habe ja schon einige Donner-Gitarren vorgestellt. Es kommt auch mit dem gleichen Set an Sachen mit Kabel, Capodaster, kleinem Stimmgerät. Nicht das hier, das ist das Daddario, Nexus 360. Dann ist dieser kleine Amp dabei, der für seine Größe echt vernünftig klingt. Also der hier in der Packung. Ne? Also nicht der, das ist der Positive Grid Spark Mini, der ist übrigens ganz hervorragend, kommt noch ein Testbericht oder ist schon draußen, findest du bald auf meinem Channel. Ja, also dieses ganze Zeug ist dabei zu einem Setpreis von momentan 199 € und da gibt es auch ganz oft Sales. Also da kann man auch teilweise für 179 an dieses Set drankommen und der Setpreis ist schon erstaunlich. Also mit diesem kleinen Amp, mit dem man echt üben kann, ja, ist natürlich jetzt kein, darfst du keine Wunder erwarten, aber man kann mit dem top üben. Aber die Firma Donner hat mich gefragt, kannst du nicht mal einen Vergleich machen? Die Gitarre, die jetzt echt so am unteren günstigen Spektrum liegt, was man sich so überhaupt kaufen kann, zu einer richtig teuren Custom-Shop-Gitarre. Mach doch mal ein Vergleichsvideo. Ja, und genau das machen wir. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Ja, ihr werdet jetzt live erleben, wie die Unterschiede sind. Und zwar vergleiche ich diese Gitarre gegen meine Custom-Shop-Seal-Gitars, nachhaltige Gitarre, ich nenne sie NH1. Da gibt es auch schon ein Video dazu. Und die vergleichen wir direkt mit dem gleichen Sound. So, jetzt weiß ich natürlich, dass jemand, der sich so eine günstige Gitarre kauft, jetzt bestimmt nicht irgendwie ein Röhrenamp für 3.000 € hat oder gar 1.200 €, sondern vielleicht eher einen kleinen Amp oder, was ich immer gerne empfehle, ein Audio-Interface für einen Laptop oder für einen Rechner mit Plugin. Und da empfehle ich sehr gern das Plugin Arctype Nolly von Neural DSP. Da habe ich zwei Sounds programmiert, die werde ich gleich lassen für beide Gitarren. Eventuell werde ich es für die nachhaltige Gitarre angleichen, weil ich habe die Sounds gerade auf die Gitarre optimiert. Und es ist natürlich unfair, wenn man Sounds auf eine Gitarre optimiert und die andere dann einfach einsteckt und merkt, Pickups haben mehr Höhen, dann klingt es halt zu grell. Das werden wir dann gegebenenfalls ausgleichen. So, bevor ich jetzt hier lang rumlaber, wie gesagt, die Specs könnt ihr nachlesen. Übrigens auch sehr leicht, die Gitarre. Die nachhaltige aber auch, die ist glaube ich sogar noch ein Stück leichter. Also bevor es jetzt hier irgendwie mit Gelaber weitergeht, hören wir erstmal die Sounds. Ich spiele vier Beispiele. Clean, zwei Stück, ein Strumming und ein Funky Riff. Das Strumming ist einfach so Amanda Marshall-Style. Gibt es auch in meinem Kurs Akustikgitarre, also Grundkurs Akustikgitarre. Das Funk Riff ist aus dem Abschlusssong von meinem Funk-Kurs. Dann spiele ich einen Riff vom Abschlusssong von meinem Grundkurs E-Gitarre. Und spiele danach eine Melodie von einem meiner Songs, die auf meinem neuen Album sein werden. Das sich leider ein bisschen verschiebt, aber egal. Also die vier Beispiele werde ich mit beiden Gitarren spielen. Die sind alle nicht lang, sodass ihr direkt umschalten könnt und direkt die Beispiele hört. Gut, los geht's. Wie gesagt, alles mit Neural DSP Nolly, Arctype Nolly eingespielt. Selbstprogrammierte Sounds sind das. So, ich benutze für die Clean Sounds jeweils die Mittelposition, also die Position 4. Und zwar ist das immer der Mittelpickup mit dem Halspickup kombiniert. Beep beep.
Okay, das waren die Soundbeispiele. Ich habe nichts am Sound geändert. Ja, also ich habe es nicht angepasst. Denn ich muss zugeben, es klang direkt mit der nachhaltigen Gitarre schon ein bisschen runder, wärmer, durchsichtiger. Ich kann es nicht genau beschreiben. Aber ganz ehrlich, wenn man da jetzt überhaupt keinen Unterschied hören würde, wäre das auch ganz schön schlimm. Ansonsten, du hörst es ja, ja, und du hörst wahrscheinlich, es ist kein monstermäßiger Unterschied. Und jetzt ist natürlich die Frage, zahlst du, wenn du, wie viel ist es denn? Es ist fast das 20-fache, ja. Also die Gitarre hier, die Gitarre hier kostet fast das 20-fache von der hier, ja. Die kostet 3.800 Euro, wenn du sie dir genau so bauen lässt, mit den Kloppmann-Pickups und mit den Hölzern, alles heimische Hölzer. Der Hals ist aus Südfrankreich, aber der Rest ist alles aus Deutschland, Hölzer aus Deutschland, Hardware aus Deutschland, Pickups aus Deutschland, nur halt die elektronischen Bauteile sind natürlich wie immer aus China. Diese Gitarre ist wahrscheinlich komplett aus China, ich weiß jetzt nicht genau, steht wahrscheinlich dran, ja, made in China. Also alles an der Gitarre hier, ist aus China. Und da halt wirklich nur die Bauteile, die Elektronikbauteile, weil es die halt woanders einfach nicht zu kaufen gibt. Es ist ganz einfach, ja. So, kannst du für dich überlegen, es ist jetzt so, wenn du anfängst, wirst du dir niemals die Gitarre kaufen, weil es ist absoluter Overkill. Du kannst wunderbar mit so einer Gitarre lernen. Und jetzt sprechen wir mal kurz darüber. Was sind denn die Hauptunterschiede? Nee, ich nehme die andere. Was sind denn die Hauptunterschiede, mal abgesehen vom Sound, was du dir hier eben anhören kannst? Okay, ich bin da jetzt auch gnadenlos und gehe mit der Gitarre auch ins Gericht, ne? Also die Verarbeitung der Bünde bei der nachhaltigen Gitarre von Seal ist mindestens dreimal so gut. Ja, also hier hast du so ein paar Spots, wo die Note zwar noch kommt, aber sie ist nicht perfekt verarbeitet. Und dann musst du natürlich auch den Preis in Relation setzen. Und das mache ich jetzt mal. Bünde abrichten. Also nehmen wir an, die Bünde sind hier drin. Und die sind so ein bisschen wie hier. Ganz leicht off manche. Also ganz leicht. Man kann die trotzdem spielen und du wirst es verstärkt wahrscheinlich nicht hören. Wir können ja mal probieren, ob man es verstärkt hört. Dass es hier so ein kleines bisschen unsauber ist. Also es geht hier um das F am 13. Bund, ne? Ja, wenn man wahrscheinlich einfach die Seitenlage noch ein bisschen höher stellt, ist es wahrscheinlich weg, ja? So, also wenn du so ein Griffbrett hast, die Bünde so nicht 100% richtig, sondern sagen wir mal 95% richtig, dann kann man die Bünde abrichten. Das heißt, sie wird oben abgeschliffen und dann werden die Bünde neu gerundet. Das kostet beim Bastian von Seal Guitars, also das letzte Mal, als ich gefragt habe, waren das 100 Euro. Und die Gitarre, wenn man jetzt mal die Zubehörteile abzieht, kostet komplett 150 Euro. Das heißt, du kannst nicht erwarten, dass dieser Level an Handarbeit da dran ist. Das ist einfach, das passt nicht, das geht nicht. Ja? Und ich gehe mal davon aus, dass diese Bünde halt maschinell eingesetzt werden und alle so ziemlich gleich hoch sind, aber dann ist halt das Holz, das arbeitet und deswegen gibt es da leichte Unregelmäßigkeiten. Das ist bei fast allen Gitarren, sagen wir mal, unter 200 Euro so. Ja? Dass das, manchmal hast du Glück und es ist wirklich 100% und meistens ist es aber so, dass ein paar Töne so ein ganz kleines bisschen unrein klingen, wenn du die Seitenlage sehr tief hast. Und das ist halt so. Es ist eine günstige Gitarre zum Anfangen, wenn jemand nicht besonders viel Geld ausgeben will. Wenn du da jetzt in die 400, 500 Euro Region gehst, keine Ahnung, Ibanez RG421 oder wie die heißt, zum Beispiel, nur als Beispiel, ja, dann ist das schon nicht mehr. Also dann sind die Bünde schon abgerichtet. Ja, hier sind die wahrscheinlich hier eingelassen, ziemlich genau, maschinell, aber wahrscheinlich nicht abgerichtet. Ja, sonst wären die auch hier nicht so perfekt rund. Das ist Handarbeit, da sitzt du stundenlang dran. Und das geht natürlich nicht bei so einem Produkt. So, das muss man einfach wissen, wenn man so eine Gitarre kauft. Wenn du das nicht willst, wenn du sagst, es muss perfekt sein, dann fang ab 500 Euro an zu gucken. Ja, gut. Was ist noch ein Unterschied? Ja, die Pickups. Pickups sind wahrscheinlich der größte hörbare Unterschied. Ich habe auf meiner nachhaltigen Gitarre Kloppmann Pickups drauf. Das ist das Beste, was ich kenne. Besser geht's nicht. Ich habe noch nichts Besseres gehört. Und hier, das sind halt ja, günstige OEM Pickups.
Das Kloppmann-Set Pickups kostet über 400 Euro. Dafür kriegst du zwei von den Gitarren. Ja? Nur so als Verhältnis. So. Was du sehr merkst in der täglichen Praxis, ist, dass die Stimmmechaniken, hier, das sind keine Locking-Tuner, dass die Stimmmechaniken halt hier einfach, du musst stimmen und dann manchmal ist es doch nicht so richtig. Also die Mechaniken sind wirklich nicht so gut. Sie halten die Stimmung, wenn du sie mal gestimmt hast. Aber wenn ich dagegen mit meiner nachhaltigen Stimme, das ist die reinste Freude. Kann man damit klarkommen? Ja. Aber das ist das Erste und das Einfachste, was ich austauschen würde. Ich würde hier günstige Locking-Tuner dran bauen. Und das werde ich auch machen. Ich habe nämlich von Planet Waves Locking-Tuner im Schrank, die ich auf diese Gitarre draufbauen werde. Vielleicht auch heute noch. Und dazu gibt es dann ein weiteres Video. So, was merkt man noch? Also, ansonsten vom Spielgefühl her merkt man halt vor allem die Bünde. Und diese Bünde sind ziemlich flach, was aber auch Geschmackssache ist. Manche mögen flache Bünde. Zum Beispiel der John Frusciante von den Chili Peppers, der hat mal seine Strat, waren die Bünde halt unten und total abgenutzt. Hat sich neue Bünde machen gelassen und der Gitarrenbauer hat wohl Jumbo-Bünde reingemacht, also die ein bisschen höher sind. Und er hat sie dann zurückgegeben und wollte die alten Bünde wieder drin haben. Ich meine, er hätte sich auch informieren können, dass es verschiedene Bundhöhen gibt, aber der hat das dann gehasst mit den hohen Bünden. Ich liebe zum Beispiel hohe Bünde. Ich habe gerade gestern meine Steve Vai Pia gekriegt und die hat ziemlich hohe Bünde und das finde ich perfekt. Genauso muss es sein. Hohe Bünde. Meine Nachhaltige hat so Medium-Bünde. Die hat sehr flache Bünde, das sollte man wissen. Ja? Lässt sich wunderbar spielen und ja, wie gesagt, die Soundbeispiele habt ihr ja gehört. 150 Euro, also mit Zubehör 199 Euro gegen 3.800 Euro. Was man noch merkt hier, auf der Rückseite sieht man das. Das hier ist bei meiner nachhaltigen Gitarre abgeflacht, sodass du besser in die hohen Lagen kommst. Hier halt nicht. Aber die Hauptunterschiede, meiner Ansicht nach, Pickups, die generelle Verarbeitung, vor allem die Verarbeitung der Bünde, Sattel ist natürlich da ein Knochensattel drauf und hier ein Plastiksattel, sodass die ein bisschen mehr hängen bleiben. Bei meiner nachhaltigen Gitarre habe ich darauf geachtet, schon beim Design mit dem Gitarrenbauer zusammen, dass ein gerader Seitenzug herrscht und dass die, habe ich diese 4-2-Verteilung, die irgendwann mal von, ich glaube, Music Man populär gemacht wurde. Die Saiten haben einen geraden Zug und brauchen keine von diesen Böckchen, um runtergehalten zu werden. Das ist hier notwendig, weil das so weit weg ist. Deswegen kriegst du, wenn du das nicht hast, kriegst du nicht genug Druck auf den Sattel. Und die Saiten machen so rang, rang. Ja? Diese Kopfplatte ist zwar die weit verbreiteste Kopfplatte, das ist eine Strat, darf ich nicht sagen, eine ST-Style-Kopfplatte. Aber das ist auch nicht perfekt. Perfekt ist eigentlich die 4-2-Kopfplatte, wo die Mechaniken versetzt sind. Oder auch 3-3, wenn die Mechaniken versetzt sind. Das sieht ein bisschen komisch aus, deswegen machen sie die meisten nicht. Deswegen machen sie dann eher 4-2. Und dadurch hast du einen geraden Seitenzug. Ja, das ist bei meiner besser, aber das ist eine Designsache, das ist keine Qualitätssache. Gut, jo, wie gesagt, am meisten merkst du Mechaniken, Buntverarbeitung, Pickups. Brücke, merke ich nicht so einen großen Unterschied. Die andere resoniert mehr. Liegt aber auch daran, dass die andere kein Tremolo hat. Ups, ich habe Tremolo gesagt. Ein Schnaps trinken. Skoll. Gut. Habe ich extra vorbereitet. Das war Apfelsaft. War nur ein Spaß, ja? Also, ich habe ein Video gemacht, wo ich über Tremolos lästere, beziehungsweise, Mist, wo ich über Vibratos lästere. Tremolo ist eigentlich falsch, ne? Sagen wir mal Vemibar vielleicht in Zukunft einfach. Und da habe ich gesagt, immer wenn jemand Tremolo sagt, muss man Schnaps trinken. Das war so eine Art, ja, Bullshit-Bingo. Egal, ist nur ein Witz. Ihr habt es jetzt gehört und wie gesagt, diese Gitarre, für Anfänger kann ich die definitiv empfehlen. Man kann mit dieser Gitarre arbeiten. Der Amp klingt vernünftig, den habe ich ja schon mal getestet. Kriegst du ein anderes Video, wo du den Amp dir anhören kannst, mit Mikro abgenommen. Verweise ich dich auch drauf, da habe ich eine andere Donner-Gitarre getestet. Das ist das letzte Video. Ich denke, der Erik macht bestimmt den Link rein, wenn er sich das anhört. Hi Erik. Ja, und das war David gegen Goliath. Die Donner DST-152B gegen meine NH1 von Seal Guitars. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, war mal ein bisschen unkonventioneller und ich finde, da muss man auch mal einfach drüber reden, was ist jetzt eigentlich so viel besser bei einer so viel teureren Gitarre? Also ich würde natürlich immer die vorziehen und die Sache ist aber die, wenn du nicht viel Geld hast, mit der kannst du auch ein schweinegeiler Gitarrist werden. Natürlich ist das auch so ein bisschen Liebhaberei mit einer Gitarre für fast 4.000 Euro, ja.
Und die holt man sich, wenn man mal so 20 Jahre spielt, ja, oder zu viel Geld hat. Aber das ist sowas, da spart man drauf und da freut man sich drauf. Dann bespricht man das mit dem Gitarrenbauer, ändert nochmal was. Also jedes Mal, wenn er meine Nummer im Handy gesehen hat, hat er schon Angst gehabt, dass ich wieder was ändere und er wieder von vorne anfangen kann. Ja, und das ist dann so ein Ding, das hast du dann mal und das ist dann halt geil. Ja. Braucht man es, um eine CD aufzunehmen? Also um eine CD aufzunehmen, wenn du die wirklich verkaufen willst, würde ich vielleicht eine Stufe noch drüber gehen, aber das ist die Gitarre, um mit dem Spielen anzufangen. Kleiner Einschub. Ich wollte gerade die Mechaniken draufbauen. Ich habe hier wunderbare Planet Waves bzw. Daddario Locking Tuner. Problem, die Löcher passen nicht. Ich habe eine rausgemacht und die sind dicker als die. Und die sind halt so Vintage-Style und die sind anscheinend einen Millimeter dünner. Und das heißt, ich bräuchte einen großen Bohrer und eine richtige Werkbank. Habe ich nicht. Das heißt, es muss ich mir überlegen, wie ich das mache, dass diese Mechaniken da reinkommen. Deswegen habe ich was anderes gemacht. Da ihr ganz oft fragt, wie funktioniert denn das Vibrato, kein Schnaps, wie funktioniert denn das Vibrato von so einer billigen Gitarre? Und da bin ich ja immer sehr, sehr skeptisch und finde die meistens ganz furchtbar. Habe ich das Vibrato hier mal aktiviert, habe in dem Zusammenhang gemerkt, dass die Saiten, die drauf waren, richtig schlecht sind. Habe neue Saiten drauf gemacht, schöne Daddarios, 10er. Vorher waren 9er drauf. Und lass uns jetzt mal probieren. Also ich habe den Schlupf rausgezogen und alles neu drauf gemacht, ja. Erstmal, wie jetzt die klingt im Vergleich mit den neuen Saiten. Und ich finde nämlich viel besser. Macht unglaublich viel aus, finde ich. Und ich spiele mal einfach die Beispiele alle nochmal, ja? Und da kannst du das mal hören, wie das jetzt mit den anderen Saiten klingt. Ich bin echt ein bisschen baff, dass das wirklich so viel ausgemacht hat. Ich meine, ich weiß natürlich, dass die Daddario-Saiten, die ich normal nehme, besser sind als die No-Name 1-Euro-China-Saiten. Aber dass es so viel ausmacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Hören wir mal. Meiner Ansicht nach klingt das ein gutes Stück besser. Ihr könnt es ja dann vergleichshören mit dem ersten Beispiel. Und ja, ansonsten probieren wir jetzt das Tremolo. Oh Mist, ihr müsst trinken. Meiner ist leer. So, der Arm ist zum Schrauben. Und das ist immer so ein bisschen Arme zum Stecken sind besser. Aber wir gucken mal, ob wir das überhaupt irgendwie hier hinkriegen. So, da ist er fest. Das heißt, eins weiter. Es wackelt, aber es ist okay. Gucken wir erstmal ganz leichtes Vibrato. Ja. So, dann testen wir, ist es noch gestimmt? Ja, ich bin überrascht. Also das war jetzt ganz leichte Vibrato-Nutzung. Und ich muss allerdings dazu sagen, ich habe die Spritze benutzt und habe Nut Sauce hier oben reingemacht. Das ist hier, wobei es heißt, ist nicht Nut Sauce, es ist Lubricant Friction Remover von Daddario. Einfach in den Sattel rein, so ein ganz kleines bisschen und dann bleiben die Saiten nicht im Sattel hängen, wenn du sowas machst, ne? So, geben wir mal ein bisschen mehr Gas mit dem Vibrato-System. Musik
hat sich ein bisschen verstimmt. Aber ich bin eigentlich positiv überrascht, dass man das eigentlich benutzen kann. Also wenn du so Sachen willst, spielen willst, so Apache oder sowas, das Lied. Und ich habe gerade vergessen, Hank Marvin, genau. Wenn du sowas spielen willst oder einfach so ein bisschen phrasieren willst, Jeff Beck-mäßig, dann, ja, also es funktioniert besser als gedacht. Der Arm wackelt ein bisschen drin. Ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den man da machen kann. Ich habe da letztens was gelesen, Heizungsisolierband an den Arm dran machen, dann reinschrauben, dann wäre es tight. Muss ich mal noch ausprobieren. Ich wollte mir nicht so eine riesen Rolle Heizungsisolierband kaufen, weil ich es halt dafür eigentlich, das brauchst du eigentlich nicht. Vielleicht funktioniert auch so ein kleines bisschen, ich weiß nicht. Wenn du einen Trick weißt, wie man das Vibrato-System kriegt, dass es nicht wackelt, kannst du mir das gerne schreiben. Ansonsten, wenn du wirklich nur ganz zart sowas machst. Geht es wunderbar? Okay, wieder zurück zum anderen Video, wo ich dann auch Tschüss sage und den ganzen Kram. Schnitt. Kleines Audio-Interface dazu. Es reicht ein günstiges, wie zum Beispiel der Positive Grid Spark oder dieses von, ich habe vergessen, Scarlett 2i2 heißt es, von Focusrite zum Beispiel. Und das Plugin dazu, wenn du da ein bisschen schlau kaufst und auf Black Friday wartest, hast du dann insgesamt so 200 Euro ausgegeben und hast dann einen unfassbaren Sound über deine Lautsprecherboxen, optimalerweise Studio-Monitor oder über deine Stereoanlage. Mit so einer Gitarre und kannst damit hervorragend üben und auch Demos aufnehmen. Gut, das war's zu diesem Test. Folg mir auf Instagram, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir einen Kommentar schreibst und wenn du meinen Channel abonnierst und das Glöckchen drückst. Bis dahin, mach's gut und tschüss.